Wir hatten ja damals kein Radio, also da haben wir keine Nachrichten mitbekommen. Aber ich erinnere mich noch sehr an ein Ereignis zur Märzwahl 1933. Das Schulhaus, die Klasse war immer Wahllokal. Der erste Lehrer hätte nach den damaligen Bestimmungen flaggen müssen. Er hatte aber keine, wahrscheinlich, ich weiß nicht, eine Flagge des Dritten Reiches. Er hat dann nur seitlich zum Garten die schwarz-weiße preußische Flagge hinaus gehängt. Dann kam ein Auto, aus dem hielt vor dem Schulhaus fünf braun uniformierte SA-Leute, stiegen aus, liefen rein in das Wahllokal, holten den Lehrer Hielscher, so hieß er, heraus. Der musste sich irgendwie erklären, warum er nicht vorschriftsmäßig geflaggt hat. An eins kann ich mich noch genau erinnern, dass die Leute dann rauf, die SA, in die Kammer gegangen sind, wo die Flagge war, die haben sie eingeholt und einer hat dort gefunden eine schwarz-rot-goldene Fahne. Die hat er an den Ecken angefasst, als wenn sie giftig wäre, hat sie so die Treppe, das war was für uns Kinder, runtergezogen, über die Treppe, über die Straße und dann wurde sie auf der Straße, wurde sie verbrannt. Und dann wurde oben die Hakenkreuzflagge gehisst. Der erste Lehrer musste sich neben diesen SA-Führer stellen. Der hat ihn aufgefordert, mit erhobener Hand die Flagge zu grüßen. Ich sehe noch genau, wie er mit zitternder Hand da stand. Als ich dann beim Reingehen hat er sich zu der Bemerkung hinreißen lassen, meinetwegen soll der Fetzen dort oben verfaulen. Es hat Gott sei Dank niemand gehört. Mein Vater war entsetzt und hat gleich geschaut, ob etwa von den SA-Leuten das einer gehört hätte. Das war meine eigentlich erste bewusste Begegnung mit dem Nationalsozialismus.